Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Ich habe diese gestern nicht gemacht, weil ich gute Gründe dazu hatte. Grund Nummer 1, ich hatte keine Idee. Grund Nummer 2, ich hatte keinen Bock. Also für mich sind diese Gründe absolut plausibel und gut. Ja, aber heute gibt es eine Dekoration und es gibt einen neuen Planer. Es gibt einen neuen Planer und der ist so wunderschön. Okay, ich werde ein bisschen verrückt. Ich werde schrullig. Genau, das ist meine neue Kiki K in Mist Blue. Und ach, sie ist einfach zauberhaft. Und hätte ich diesen Planer nicht bekommen, hätte ich mir wahrscheinlich eine Kiki K Perforated in Mint geholt. Aber, Leute, ich habe mittlerweile 3 mintfarbene Planer. Das geht nicht. Beziehungsweise, na gut, der Duck Egg ist auch so mintig. Also ich finde, die sehen alle mintig aus. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Genau, ich habe mein mintfarbenes Doki Book. Ich weiß gar nicht, habt ihr das schon mal gesehen? Ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen. Ist nämlich auch relativ neu. Tada, da ist es. Und genau, oder ich hätte mir die Kiki K Perforated Ice Blue geholt. Das Ding ist, die Ice Blue Kiki ist genauso wie die Peach Kiki komplett perforiert und die Mint Kiki hat quasi nur den Rücken perforiert, was ich persönlich styletechnisch ziemlich cool finde. Und ich finde es schade, dass es bei der Ice Blue Kiki nicht so ist. Also würde es eine Ice Blue Kiki mit einem Rücken oder wo nur der Rücken perforiert ist, geben, dann wäre ich da ziemlich Style drauf, ne? Aber bin ich, also gibt's ja nicht. Ja, aber ich habe jetzt die und die finde ich absolut wunderschön. Die Farbe ist so ein ganz zartes, ich will nicht mal sagen, ist Babyblau. Es ist kein Babyblau, es geht eher so ins Blau-Grau. Es ist halt Mistblue mit diesem Dunkelblau und es ist schön und gut jetzt. Genau, ja. Ich habe hier nur so eine Karte drin. Oh, scheiße, ey. Voll dekorative Elemente, die keinen Sinn und Zweck haben in meinem Planer. Was ist mit mir los? Naja, egal. Letzte Woche, man sieht, die liegt auch noch nicht ganz flach. Das kommt aber mit der Zeit. Alle meine anderen Planer haben auch nicht flach gelegen. Und dann kam meine Dekoration. Genau, es ist hier massig viel los, massig Termines. Und nächste Woche geht es genauso weiter. Mit 1000 Terminen. Was ist da los? Ich bin auch in letzter Zeit so gestresst. Ich habe irgendwie, mein Freund ist der Meinung, ich habe nichts zu tun. Ich habe irgendwie viel zu tun, habe ich so das Gefühl. Ich bin zwar viel zu Hause, aber das heißt nie, dass ich nichts zu tun habe. Es ist irgendwie, gut, das, es sind halt alles so private Sachen und nicht arbeitstechnisch oder halt bei mir Uni. Jo, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So. Ja, Thema der heutigen Dekoration ist Lemony Snicket. Ich glaube, kennt ihr das? Ich liebe ja die Bücher. Ne? Ich bin ein großartiger Fan oder ein großartiger. Ich weiß nicht, ob ich als Fan jetzt so großartig bin, aber das wird schon so sein. Ja. Also, dazu mal. Genau. Lemony Snicket, rätselhafte Ereignisse, beziehungsweise, heißt die Serie auch rätselhafte Ereignisse? Auf Deutsch? Ich weiß es nicht so genau. Auf Englisch heißen, glaube ich, A Series of Unfortunate Events. Also, ich kenne die Bücher. Die habe ich gelesen, aber wie genau die heißen, weiß ich. Also ich weiß, wie die einzelnen Bücher heißen, aber nicht, wie sich die komplette Reihe auf Deutsch nennt. Weil den Film zum Beispiel, den gucke ich lieber in Englisch. Und fangen wir einfach, ich tue hier und erzähle nebenbei. Das ist doch wesentlich, ihr wisst, wesentlich. Genau, und zwar, genau, habe ich als allererstes den Film gesehen. Den mit, wie heißt er?
Hier, der Typi, ihr wisst schon, der Menschenskinder, wie heißt er denn? Oh, Ace Ventura, die Maske, Bruce Allmächtig. Ich komme noch drauf. Oder ich google es einfach. Wie heißt er? Bin ich blöd? Total bekannter Schauspieler. Wie? Ich habe den sogar, ich habe hier ein Bild. Wie heißt dieser Vogel? Mann! Ich geh fertig, ey. Was ist denn hier los? Ma. Ist denn. Ich werde. Jim Carrey! Meine Fresse! Okay, ich habe als erstes den Film mit Jim Carrey gesehen und mit Meryl Streep. Und es gibt keinen schlechten Film mit Meryl Streep. Und ich fand, Jim Carrey passte wie Arsch auf einmal auf die Rolle, obwohl ich ihn selbst nicht so. Er bedient einfach nicht meinen Humor, sagen wir es so. Aber da fand ich ihn großartig, weil da passte das irgendwie genau, seine schrullige Art. Ja, so war das. Und ja, dann habe ich mir die Bücher, also die habe ich mir nicht geholt, die habe ich ausgeliehen und gelesen und fand die mega gut. Die haben mir richtig toll gefallen und ich finde, das ist nicht, also ich finde, es ist super für Kinder. Ich mag auch die Erzählweise von Lemony Snicket und zwar, dass viele Worte erklärt werden, was super geil für Kinder ist und ich finde es sogar unterhaltsam für Erwachsene. Und ja, so war das. Und jetzt ist ja auf Netflix, also nicht erst jetzt, schon eine Weile, auf Netflix die Serie draußen. Und ich bin kein Mensch, der gerne Bücher mit Serien oder Filmen vergleicht. Das ist nicht so mein Ding. Aber in dem Fall muss ich einfach mal lobend erwähnen, dass das super gut gemacht ist. Ich finde, das hält sich sehr, sehr nah am Original. Ist meiner Meinung nach gar nicht immer notwendig. Es gibt durchaus sogar Filme, die besser sind als das Buch. Lasst euch das gesagt sein. Shades of Grey. Und ja, so ist das wohl. Und genau, die Serie gucke ich jetzt seit 2 Tagen, also noch gar nicht so lange. Und die gefällt mir sehr gut. Und es ist alles sehr, sehr schön gemacht. Genau. Ist nicht ganz so düster wie, naja, wie der Film. Aber auch nicht zu happy, bunt und strahlend und, naja, kitschig ist. So. Das Erste, was ich hier tue, ist mir mal ein paar Washi-Tapes raussuchen, bei denen ich der Meinung bin, dass die zum Thema passen könnten. Und ich will ein bisschen zeichnen und ich will ein bisschen handlettern und ich habe noch keinen genauen Plan. Ich habe nur so eine grobe Vorstellung, aber die ist so grob, die ist praktisch nicht existent. Naja. So, kleben wir erstmal die Seiten zusammen. Oh, das ist so. Oh, das ist cool. Ich nehme gleich mal hier das Spinnenweben-Tape, ist toll. Gucken, was ich hier alles habe. Meine Güte, habe ich viele Tapes. Das Braun hier unten kann cool sein. Dann, ich hatte irgendwo. Ich finde diese Vogel- und Schmetterlingsdinger eigentlich ganz cool, weil die Baudelaire-Reisen sind total klug und ich könnte mir vorstellen, dass die in ihrem Zuhause so eine coolen Sachen hatten. So. Ihr wisst schon, aufgespickte Schmetterlinge ist und sowas. So. Eine Klassenkameradin früher, der ihr Papa hat tatsächlich so Schmetterlinge aufgespießt. Uah, gruselig. So, jetzt habe ich hier alles an Washi, was irgendwie dazu passen könnte. Und ich fange mal an. Die Seiten sind mir irgendwie zu weiß. Ich will, dass sie ein bisschen verlebt aussehen. Als erstes werde ich hier aber mal die Ecken abrunden, die zwei. Und
glaube, dass ich dann schon mal irgendwie loslegen kann. Die Frage ist, wie und mit was? Wie gesagt, ich will, dass die Seiten ein bisschen dunkler sind, ein bisschen vergilbt, ein bisschen schmuddelig. Ich will nicht unbedingt mit Kaffee arbeiten. Wir kennen das. Kaffee ist im Planer so ein bisschen meine Hassliebe, mein Feind. Und ich weiß auch nicht. Ich mag es total, wie das Papier aussieht, wenn Kaffee drauf ist. Aber auf der anderen Seite drückt es halt immer durch. Und ich muss jedes Mal wieder das irgendwie retten. Okay, dann... Vielleicht könnte ich mal wieder mit meinen Acrylfarben rum experimentieren und damit ein bisschen arbeiten. Hier, ich könnte dieses Ekelbraun nehmen und da noch ein Braun und ein Schwarz und dann könnte ich da vielleicht was Schönes draus machen oder eben nicht. So, das heißt, ich hole mir ein Wasserglas, was zum Arbeiten irgendwie, ein bisschen Zeitungspapier. Und ich brauche einen großen Pinsel. Den großen Pinsel habe ich hier. Und ich bin gleich wieder da. So. Dann machen wir die Tür zu. Decken das alles ab. Und legen mal los. Habe ich die Zeitung weggepackt und dabei brauche ich sie nochmal. Und zwar will ich meinen neuen tollen Clear Stamp benutzen. Na, den ich schon bei dem Harry Potter Dashboard benutzt habe. Und auf den habe ich jetzt richtig Bock. So. Muss ich mal gucken. Oh Mann, ey. Der muss ja echt ganz präzise auf den Acrylblock, weil der ist eigentlich so mini-müh zu groß. Aber die Schrift geht komplett auf den Acrylblock drauf. Ich muss es nur ordentlich platzieren und mich nicht so prasselig anstellen wie bisher. So. Okay. Und zwar will ich Schrift in die Ecken stempeln. Fangen wir mal hier unten an. So. Klingt, als würde mein Freund nach Hause kommen. Wir werden es gleich sehen. Ja, kommt er. Hello. Hello. Hallo. Oh, der kleine Mops. Hallo. Hallo. Hast du gerade auf? Ja, aber das ist nicht schlimm. Oh Mann. Wird dann eh alles vertimelapsed. Was tust du eigentlich? Ich stempel. Und was? Schrift. In die Ecken habe ich das gestempelt. Aha, aha. Jetzt mache ich noch mal so ganz leicht.
Wieso doll? Schrift, und was steht da? Das kann man nicht lesen. Kannst doch das nehmen. The Life of Children, bla bla bla. Was ist das? Ein Stempel? Ja, aber das ist ja trotzdem eine richtige Schrift. Ja. Englisch, irgendwas gedöhnt. Steht da wirklich The Life of Children? Unten, vorletzte Zeit oder so. The Life of Children, bla bla bla. Das ist ein richtiger Brief. Kranker Scheiß von 1839. Ja, eben, ne? Ja. Von wegen ist billiger Shit. Ich sagte nicht, das ist billiger Shit. Das ist mein absoluter Lieblingsstempel. Das kann man nicht lesen. Alter, warum? Das kann man nicht lesen. Sag mal. So, habe ich die ganze Zeit mit meinem Freund verquatscht. Leute. Also, ich habe mir, das ist das Einzige, was ich mir tatsächlich rausgesucht habe, so einen schönen Spruch von Lemony Snicket. Und den werde ich jetzt versuchen, mal ganz galant aufs Papier zu bringen. Ich garantiere es nichts. Reicht mir das noch nicht. Ich will noch irgendwo ein Auge hin haben. Ich will so ein gruseliges Lemony Snicket Auge. Vielleicht finde ich ja was Cooles. Vielleicht. Könnte einfach das nehmen. Das ist cool. So, dann muss ich erstmal den ganzen Wisch noch wegradieren. Ich muss aber sagen, dass es echt nicht mein schönstes Handgeletter ist. Also da habe ich schon wesentlich hübschere Sachen gelettert. Naja. Kann nicht immer alles supidupi toll sein. So, und dann trage ich mal Termine ein. Jetzt überlege ich, vielleicht trage ich die mit einem coolen Rot ein. Das ist total geil. Ich habe mir 1000 Washis rausgelegt, fällt mir gerade auf, und habe nicht ein einziges verwendet. Ach, also manchmal... Nee. Mehr will ich nicht. Mit Rot vielleicht? Mit Rot wäre cool, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. So.
Jetzt überlege ich, ich hatte viel vor. So, am Montag. Was hatte ich denn am Montag? Achso, ja. Fertig. Ich bin, das ist nicht die geilste Deko aller Zeiten. Ich wünschte mir einfach so sehr, dass meine Blätter mehr einen Sepia-Stich hätten. Also, und nicht so rein weiß wären. Sepia-Stich wäre irgendwie cool. Aber naja, nichtsdestotrotz ist nett. Kann ich so im Planer lassen. Jo. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Dekoration. Bis dahin. Tschaußen, Klausen.